einen zweiten Teil von dieser Show, weil wir schaffen das gar nicht alles. Einen zweiten Teil, der kommt dann nächste oder übernächste Woche. Wir kommen aber jetzt zum Battle. Ihr wollt gegeneinander antreten. Ich bin so ein bisschen der Schiedsrichter. Ich beurteile dann. Ja, ich beurteile dann. Und wir fangen ruhig an mit einem beliebten Spiel, was letzte Woche schon wie der Hammer eingeschlagen hat. Ja. Und zwar das schöne Gurgelspiel, erkennen Sie die Melodie. Deswegen stehen die Becher. Ja. Wenn ich euch mal natürlich auch mit Abstand, wenn ich dir mal kurz Wasser einschenken darf. Ja, sehr gerne. Und zwar, das ist für das Spiel, ich mache mal schön voll, weil wir wissen nicht, wie viel du brauchst. Sehr gerne, so, danke Martin, dir schenke ich auch mal. Du kriegst natürlich auch ein klein bisschen. Na. Und ich erkläre kurz die Regeln. Also, ich zeige euch jetzt berühmte Melodien der 70er Jahre. Ja. Das ist ja alles unsere Zeit so ein bisschen gewesen. Also deine vielleicht. Also ich bin in den 90ern bin ich groß geworden. Bist ja in den 90ern. In den 90ern. Ganz hübsch. Ich dachte, du wärst Nein. Ich dachte, du wärst älter. Nein, ich bin 28. Er ist ja unser Jungspund. Oder? 28. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch. Das ist ja mal. Das sieht man einfach. Also, hast dich aber nicht gut gehalten. Nein, du jetzt wollen wir aber hier im Markt. Das ist schlecht gehalten. Ein Ausbund an Schönheit und jugendlicher. Er ist definitiv, also von uns. Klein, ich denke, man kann es ruhig sagen, ist ja der Schönste. Ja. Das kann man ruhig sagen, Martin. So, das kann man ruhig sagen. Ja, das reicht mir schon. So, wer möchte denn von euch anfangen? Ach, na, ich überlasse dem Profi, dem Medienprofi. Soll ich dann einfach das... Warte, ich schreibe dir den Titel auf. Du musst das Mikro weglegen. Also, du musst, du gurgelst also die Melodie und Welf versucht sie zu erkennen. Okay, ich versuche, das sind also, was du sagtest, Melodien 70er Jahre. Der 70er Jahre. Aber bekannte Melodien. Genau, ne? Das ist schon mal und gut. Und hier ein absoluter Klassiker. Und ich bin mal gespannt. Genau. Schön viel Wasser. Kannst du es lesen? Nicht vorlesen. Natürlich. Okay. Ja. Okay. Genau. Jetzt gut aufgepasst. Ich höre, Michael Holm, nochmal. Ihr könnt mitraten zu Hause. Ne? Hört man das? Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Also bekannt, eine der legendärsten außer skandinavischen Gruppen. Tränen lügen mich nicht. Skandinavische Gruppe. Achso, aber mal. Waterloo nicht. Genau. Nicht Waterloo. Nein. Nein. Der andere. Der andere. Der mit der Königin. Dancing. Bravo. Das hast du gut gegurgelt. Ich bin immer. Du hast das sehr gut gemacht, Mensch. Das war. Du hast gut gegurgelt, Mensch. Aber ich hatte eine kleine Blockade. Ja. Dancing Queen. Aber Michael Holm war auch so ein bisschen das Aber des Rheinlands. Obwohl er gar nicht im Rheinland gewohnt hat. Das war ja das Komische. Genau. Das war aber auch alles Speichel. Das war gar nicht. Genau. Das Wasser. Ja. Ich habe nur Speichel. Aber du hast das wirklich sehr akzentuiert gegurgelt. Welf, ich gebe dir auch einen schönen Titel. Ja, da freue ich mich. Jetzt schreib aber bitte so groß und deutlich, dass ich das auch hier mit meinen kleinen Äuglein auch noch einigermaßen lesen kann. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Nicht vorlesen. Nein. Warte mal, das... Alles klar, siehst du, Mensch, jetzt siehst du. So. Ja, oh Gott, warte, eine Sekunde mal. Okay, werde ich mir ganz, ich bin mir ganz bekannter Titel. Bestimmt Eisbär. Kommt jetzt mal. Viele nachgetanzt. Entschuldigung, jetzt habe ich das Wasser runtergeschluckt. Entschuldigung, er hat da gesagt, er hätte das nur mit Speichel gemacht. Jetzt muss ich erstmal die richtige Dosis, um das richtig zu gurgeln. Das ist schwierig, das ist echt schwierig. Sonst ist der ganze Mund. Ja, jetzt. Jetzt hast du es. Ich bin mir sicher. Glück auf. Ja, sehr gut. Ich gebe dir eine Hilfestellung gleich. Nein,
Scheiße. So wirklich? Du, das ist gar nicht so einfach mit dieser Angurke. Das hast du sehr gut gemacht. Also, ich gebe mir meine Hilfe. Es waren nicht nur eine, waren mehrere. Mehrere. Cindy und Bert? Nein, mehr als zwei. Das Medium-TZ. Nein, mehr als drei. Mehr als drei. Boah, und auch mit Tänzen. Genghis Khan. Nein, fast. Genghis Khan. Nicht Deutschland, aber... Haben auch tanzen auch mal viele Jungs danach. Take that. Die hatten auch immer so viele Verkleidungen an. Eine, da war ach so, YMCA. Ja, YMCA. Oh, gut, aber und ganz ohne Hilfe. Aber ganz ohne Hilfe. Ich muss mich aber ganz ohne Hilfe. Es ist, das ist wirklich... Nein, Welf, du hast es fantastisch gemacht.